So, eine der nächsten Anschaffungen ist definitiv ein Stativ. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Food Diary. Ich habe die letzten Tage über wieder mal mitgefilmt, was ich so gegessen habe. Nicht alles, das habe ich in den letzten Videos ja auch schon gesagt. Immer mal wieder, wenn ich gedacht habe, das hat mir jetzt besonders gut geschmeckt oder das sieht besonders schön aus, dann habe ich die Kamera darauf gehalten. Ich hoffe, ihr freut euch über die Inspiration, macht vielleicht das ein oder andere nach und ja. Ich denke, viel mehr habe ich nicht zu sagen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. So, heute Abend habe ich mir so eine Hirsebrei-Bowl gemacht. Das ist einfach Hirsebrei angerührt mit Heidelbeerpulver. Dann habe ich es getoppt mit Himbeeren, einem Raw White Kakao, etwas Apfelmark, Banane, Goji-Beeren. Ja, sehr, sehr lecker und sehr farbenfroh. Heute hat es erst einmal draußen mega, 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 mega geschneit. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch der Fall war. Bei uns liegt jedenfalls tonnenweise Schnee draußen gefühlt. Und zum Mittagessen, beziehungsweise als Mittagssnack, habe ich mir hier einmal eine Banane aufgeschnitten, einen Apple Cinnamon Raw Bite, ein paar Tofu-Sternchen und Goji-Beeren. Von den Goji-Beeren hatte ich noch mehr. Ja, und das lasse ich mir jetzt schmecken. So, heute Abend seht ihr, das köchelt hier schon so vor sich hin. Gibt es bei mir einen Eintopf Süßkartoffeln, Blumenkohl, frische Petersilie, Sojamilch, Gemüsebrühe und Gewürze. Ich finde, das sieht immer voll lecker aus von den Farben her, solche Eintöpfe. Ja, ist jetzt nichts Besonderes, nicht super fancy, aber ich habe mega Hunger und. Kennt ihr das, wenn es eigentlich schon so zu spät ist? Ich habe jetzt schon so großen Hunger, dass ich nebenher schon wieder ganz viel gesnackt habe. So ein paar Walnüsse und Goji-Beeren und so. Aber jo, das gibt's jetzt gleich zum Essen. Yummy!
Oh Leute, das ist super lecker. Ich habe da ja einfach die Reste zusammengewürfelt, die ich noch zu Hause hatte. Aber dieses Cremige von den Süßkartoffeln, das Scharfe von dem bisschen Ingwer, was ich reingemacht habe, diese beerigen, fruchtigen Goji-Beeren und der Blumenkohl, die Kombination ist mega lecker. Müsst ihr unbedingt mal nachmachen. Oh mein Gott. So, selbes Video, selber Platz, etwas später, deswegen auch hier Licht noch. Das war's mit dem Foodiary. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren. Ich hoffe, ihr habt vielleicht das ein oder andere Essen gesehen, das ihr gerne nachmachen möchtet oder ausprobieren möchtet. Wie gesagt, ich freue mich jedes Mal über einen Daumen nach oben, über ein Abo oder über einen Kommentar. Gerade wenn wir uns in den Kommentaren austauschen können, dann habe ich immer sehr viel Freude daran. Und ja, dann würde ich sagen, war's das von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Mittag, was auch immer ihr gerade habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Tschüss!